Hey zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wollte ich mal bei meinem Klapprad die Bremsklötze wechseln. Einmal die V-Brakes, einmal hier die Bremsklötze. Wie wir sehen, hier oben haben wir nur noch ganz wenig Spiel. Und wenn ich jetzt die Bremse drücke, kommt der Bogen am Anschlag. Das heißt auf jeden Fall, die Bremse, die bremst jetzt nicht mehr, weil die Bremsklötze wahrscheinlich komplett hinüber sind. Hier habe ich jetzt einmal andere, neue, also beziehungsweise gebrauchte, aber noch mit gut Fleisch. Hier könnten wir jetzt, also eigentlich kann man hier gar nichts mehr einstellen. Eigentlich sagt der Hersteller, die Bremsklötze müssen wir jetzt wegschmeißen. Wir könnten aber jetzt hier die Unterlegscheiben vertauschen. Das heißt, eine Unterlegscheibe von hier und die nehmen wir dann hier nach innen. So wird die Bremse automatisch wiederum ein bisschen auseinandergehen und wir hätten wiederum ein bisschen Fleisch zum Bremsen, aber das würde ich wirklich nur im Notfall machen. Das habe ich schon mal gemacht, kann man auch machen, aber da muss man halt, wie gesagt, die Bremsstärke dann auch im Auge behalten, weil irgendwann ist das natürlich alles am Ende und weg. Ich werde jetzt mal kurz demontieren. Ich löse die so meistens. Wir haben jetzt hier den Aufbau. Ja, wie wir sehen, haben wir hier schon was hinter. Wenn das jetzt nicht wäre, dann und hier hinter könnte man jetzt quasi noch eine Unterlegscheibe tun. Irgendeine jetzt nicht die. Aber wie wir hier auch sehen, hier oben ist eine Markierung. Und das ist quasi unser, ja, maximal, was wir runterfahren können. Wir könnten zwar noch ein bisschen weiter, aber das ist schon die Toleranzgrenze. Ich würde die auf jeden Fall auch in dem Falle halt wechseln. Wie wir sehen, die Bremse war falsch eingestellt. Hier haben wir mehr Belag als da. Das Ganze werde ich gleich korrekt einstellen. Ja, hier genauso, sogar noch ein bisschen schlimmer. Wie wir sehen. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier andere. Hier bei denen können wir jetzt nicht links und rechts vertauschen, aber es gibt auch bessere Bremsklötze, da steht dann halt drauf links und rechts. Die sind halt genau gleich, identisch. Erstmal grob fixieren. Also wir haben einmal die beiden. Dann kommt das hier rein. Dann haben wir die. Die kommt dann dahin und die kleine Unterlegscheibe. Wie wir sehen, die ist jetzt, sitzt jetzt nicht auf der Felge. Die tun wir dann einfach hochschieben. Ich mache das immer in dem Falle so, dass ich die dann dran, weil jetzt ist die ja lose, dran drücke hier und dann sitzt der auch schon in einer Flucht. Jetzt müssen wir noch gucken, dass der halt gerade auf den Felgenring sitzt und nicht irgendwie oben schleift am Mantel, weil das habe ich auch schon öfters gesehen, dann geht der Mantel natürlich schneller kaputt. Wir gucken jetzt, ob das gut ist. Gegebenenfalls tun wir das nochmal korrigieren.
Ich stelle das so ein, dass wir nach oben 1 mm ungefähr Luft haben. Dann mal kurz leicht anziehen. Weil wenn ihr jetzt feste anzieht, verdreht sich der Bremsklotz wieder. Das heißt, ihr müsst halt gegenhalten jetzt am Bremsklotz. Zur Not müsst ihr das mehrmals einstellen, aber dann habt ihr es auf jeden Fall perfekt. Und dann gucken wir halt nochmal, ob irgendwo was schleifen könnte. In dem Fall jetzt nicht, aber das können wir nochmal ein bisschen korrigieren hier. Das sieht jetzt gut aus und jetzt können wir noch diese Einstellung vornehmen. Das heißt quasi, ja, entweder drückt er nur hier drauf, da drauf, aber wir wollen ja vollflächig. Deswegen gucken wir dann von oben, Schattenfuge, wie die Spaltmaße sind. Das sieht jetzt erstmal gut aus, der ist auch soweit fest. Jetzt stellen wir den anderen kurz ein. Ich muss auf jeden Fall gleich hier die Schraube lösen. Wenn die Bremsklötze abnutzen, tun wir immer nach und nach hier was einstellen. Entweder hier oben oder hier an der Einstellungsschraube. Die auch immer wieder ganz nach hinten schrauben, wenn ihr neue Bremsklötze reinmacht. Aber ich verstelle hier oben eher weniger. Eher tue ich dann hier unten nachziehen. So, hier das gleiche Spiel. Gucken. So ungefähr. Wenn ich jetzt drehe, dann seht ihr, wie der Bremsklotz nach oben meint. Das habe ich eben gemeint mit dem Kontern. Also der ist jetzt quasi verdreht. Aber in dem Fall können wir den wieder zurückdrehen. Am besten auch von unten gucken und wenn wir den Bremsklotz jetzt da dran drücken, sehen wir, dass wir hinten anliegen und vorne noch ja nicht ganz. Das könnte sich jetzt auch einbremsen, aber wenn wir das jetzt hier schon einstellen, dann machen wir das eben richtig. Das heißt, nochmal kurz lösen und den Bremsklotz ein bisschen nach da stellen. Also wir müssen gucken, dass der so gerade aufliegt und halt nicht oben schleift oder unterhalb des Felgenringes ist. So, jetzt muss ich das wahrscheinlich lösen. Ja, ich konnte die Bremse ja eben einhängen und das Ganze haben wir jetzt wiederum mehr an, ja, Bremse. Dann ziehe ich mir das so weit bis zum Anschlag und gehe dann so ein paar Millimeter zurück. Schraube das erstmal nur ein bisschen handwarm fest und guck dann hier oben, ob ich genug Bremsdruck habe. Das sieht schon gut aus. Ja, dann festschrauben. Ich mache das immer so, das steht ja meistens ab. Dann mache ich das hier lose. Gute Bremsen haben auch immer hier diese Stahlfeder, mit die Bremse halt auseinandergespreizt wird. Das Ganze können wir hier über eine Einstellungsschraube anpassen. Das heißt, wenn wir die reindrehen, geht die Feder quasi, also hier die Stange, nach außen. Das heißt, die Bremse, die wandert dann quasi nach rechts oder nach links, wenn wir hier drehen. Und dann können wir auch die Mittigkeit der Bremse einstellen. Also wenn die jetzt angenommen rechts schleift an der Felge, dann können wir das halt korrigieren. Und wie gesagt, gute Bremsen haben halt das hier. Es gibt auch günstigere, die haben halt diese Feder nicht und da könnt ihr auch so gut wie nichts einstellen. So, nochmal kurz eingestellt. Wie wir sehen, beide Arme gehen gleich auseinander.
Das ist schon sehr gut. Und das Rad dreht jetzt auch sehr gut. So, jetzt bin ich wieder sicher unterwegs und das war jetzt der Einbau der V-Brake-Bremse. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Marc. Haut rein.